Herzlich willkommen zu einem kurzen Review der Kartbahn in Norderstedt bei Hamburg. Die Kartbahn heißt Megakart und es werden dort eine Auswahl an Rimo-Karts geboten. Wie groß die Bahn ist, weiß ich noch nicht, das werden wir uns gleich angucken. Beim Betreten der Kartbahn wartet zunächst ein heller, freundlicher Empfangsbereich auf euch. Ihr gelangt dann zur Kasse, wo ihr für 13 Euro circa 10 Minuten fahren könnt. Die Einweisung findet hier im Vorraum statt. Es gibt dort einige Sitzgelegenheiten, wo ihr auch noch einige Drinks zu euch nehmen könnt, bevor es dann runter auf die Kartbahn geht. Mit 28 Sekunden Fahrzeit in etwa für den geübten durchschnittlichen Anfänger ist es eine ganz gute Runde. Es bringt Spaß und ihr seht hier auch schon die Boxengasse mit den Karts. Sturmhauben sind Pflicht, Handschuhe könnt ihr euch dazu kaufen, Leihhelme gibt es gratis. Dann werden die Karts bezogen und es geht auch schon auf die Einführungsrunde. Hier kriegt ihr ein leichtes Gefühl, wie es ist, im Auto zu sitzen. Ich hatte mir die GoPro vor die Brust geschnallt. Und jetzt gucken wir einfach mal den Karts beim Fahren zu und gewinnen erste Eindrücke von der Strecke. Guckt es euch einfach mal an, die Bilder sprechen für sich. Der erste Eindruck von der Kartbahn ist wirklich vielversprechend und um euch das Feeling nochmal etwas näher zu bringen, nehme ich euch jetzt mit auf eine schnelle Runde. Wir starten hier vorne rechts bei der Boxengasse, ihr seht, fahren noch einmal durch die langgezogene Linkskurve und kommen jetzt auf Start und Ziel, wo die Rundenzeit anfängt zu zählen. Die erste Linkskurve geht relativ gut mit Vollgas, dann anbremsen auf die erste Haarnadelkurve. Hier kann schon mal das ein oder andere Missverständnis zustande kommen. Jetzt seht ihr wunderbar im Bild, ausbeschleunigen, innen durch, mit Vollgas gleich überholt. Mit Vollgas auf die zweite Haarnadelkurve einbremsen, schön die Ideallinie mitgenommen und jetzt beim Rausbeschleunigen wieder Obacht, dass man nicht zu doll durchdrehende Reifen generiert. Jetzt kommen wir noch einmal durch die langgezogene Linkskurve auf Start und Ziel zu. Jetzt ist die Rundenzeit auch schon durch. Das Ganze geht so mit ca. 28 Sekunden ganz gut. Ups, was ist hier passiert? Ein kleiner Verbremser, dadurch ein kleiner Dreher. Das war's auch schon mit der schnellen Runde. Wir fahren jetzt noch kurz gemeinsam in die Box rein, stellen dann das Kart ab, steigen aus und haben eine tolle Zeit gehabt auf der Kartbahn in Norderstedt. Wirklich sehr empfehlenswert, freundliches Personal, sehr nette Leute, tolle Fahrer unterwegs auf der Strecke und immer ganz viel Spaß dabei.